Sierra Rider, Scott Ray, guck mal, eigenen Charakter erstellen. Herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. Hallo Chris. Hi Nils, hallo Nerds, ihr seid da, cool. Hast du dich ein bisschen gefreut auf Andromeda? Oder auf Mass Effect 4, kann man ja schon sagen. Oder 2,5, wenn ich da nicht zu viel verrate. Ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein, ehrlich gesagt. Also nach dem dritten Teil war die Serie halt schon irgendwie für mich sehr gut abgeschlossen. Und als ich dann irgendwie mitgekriegt habe, okay, es gibt einen vierten Teil, war ich ein bisschen verunsichert, weil man kann da viel verkehrt machen, gerade mit einem Franchise, wo die Erwartungen so hoch sind, der eigentlich so fulminant war, so wichtig für mich. Ja, kann ich dir beipflichten. Wir hatten vorhin kurz das Gespräch, also Mass Effect 3 war eines der wenigen Spiele, das ich tatsächlich als Vollpreistitel gekauft habe, weil ich so heiß drauf war. Ja, wir spielen mit Pippi. Natürlich. Okay. Wie immer. Weiblich. Individuelles Aussehen. Ja. Individualisieren. Also, wir haben hier schon gehört, dass der Charaktereditor nicht so geil sein soll, weil die vorgefertigten Gesichter trotzdem noch sehr stark bleiben. Ja. Also, der Look bleibt ein bisschen. 5 ist ein paar auf bisschen. Ja, 5 finde ich. Und ansonsten, sagen wir mal, sind sehr individuelle Köpfe. Oh, die finde ich cool. Die finde ich richtig cool. Ja, aber es sind auch die Haare und die Tätowierungen, die dich ansprechen. Nö, auch das Gesicht sieht ein bisschen aus wie April von Parks and Recreation. Stimmt, absolut, klar. Oder wie April von den Turtles. Nee, überhaupt nicht. Also ich würde sagen 5 oder 8. Was war denn die 2 nochmal? Sieht irgendwie auch ein bisschen dröge aus. Also naja, eigentlich war die Geschichte von Shepard erzählt und Shepard war für mich eigentlich immer Hauptdarsteller, Hauptcharakter, Protagonist in Mass Effect und ja, er, sie hat eben alles erreicht, was geht. Hat das Universum gerettet, also wie kann man das jetzt noch steigern? Das ist eben die große Frage. Die Reaper sind zerstört und genau deswegen, weil ich das eben schon weiß, bin ich halt so mit gemischten Gefühlen rangegangen. Ja, das kann ich total verstehen, aber man hat sich einfach gewünscht, dass es weitergeht. Finde ich. Was kann man denn hier am Hautton noch machen? Ja, natürlich hat man sich gewünscht, dass es weitergeht. Man wollte irgendwie zumindest in der Art und Weise, wie in diesem Universum mehr spielen, mehr davon haben. Ja. Weil man ist irgendwie. Mit der Zeit hat man so viel gelernt über dieses ganze Mass Effect-Universum, über die ganzen Rassen, die da leben, die ganzen Aliens, die Konflikte, die es gab, die Geschichte und so. Ja. Du musst sagen, wenn ich hier irgendwas mache, was dir nicht gefällt, aber ich fand so ein sehr dunkler Hautton, das passt hier besser, ne? Ja, finde ich sehr gut, ja. Ich bin da ganz bei dir, also. Bin ich ein großer Freund von der Höhe der Augenbrauen einstellen. Überrascht. Aber an sich gefällt mir der Editor. Na gut, aber wenn wir mal drüber nachdenken, ich glaube, 8 von den 9 Gesichtern, die wir da zur Auswahl hatten, die waren nicht. Obwohl, naja, sagen wir 7 von 9. Waren jetzt nicht so, die sahen halt irgendwie, ja. Keine Ahnung, wir sind oberflächliche Leute. Ja, muss man beim Charakter oder so. Was kann man denn bei den Wangen noch machen? Es ist echt marginal, was sich hier verändert. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ist marginal, aber. Bist ein bisschen rundlicher, ein bisschen hochwangiger. Finde ich interessant, dass man gleich so reingeworfen wird in den Editor. War doch bei den anderen Teilen auch. Ach nee, da hat man zuerst die Geschichte gewählt, ne? Teilweise schon, ja, dass man dann eben gesagt hat. Also beim zweiten Teil war es ja auch generell so gewesen, dass man erstmal eine Mission hatte. Oder mehr oder weniger die Tutorial-Mission, dass man halt angegriffen wurde und man konnte nichts dagegen machen und ist halt die ganze Zeit mit dem Helm rumgelaufen. Man wurde ja erstmal wiederbelebt. Und das Projekt Lazarus hat dann quasi entweder das alte Gesicht wieder verpasst oder komplett neuen Charakter. Das Kind finde ich aber voll in Ordnung. Ja, das ist ein einfacher Kind auf jeden Fall. Oh. Breite Augentiefe. Kann man jetzt schon eigentlich die Augenfarbe festwählen und auswählen? Nee, später. Vielleicht verändert sich die auch, je nachdem, wie du dich verhältst.
Ne, keine Ahnung. Wir sind diesmal sogar relativ aktuell dran mit diesem Teaser, würde ich sagen. Ja, der kommt ja morgen erst raus. Also, wenn ihr das seht, ist er draußen. Ich möchte jetzt nicht sagen, bei unserem Glück ist das Video in 8 Wochen online. Ja, wahrscheinlich schon. Wie mein Editor mitspielt. Ja, dein Verleger meinst du? Nee, ich meine tatsächlich mein Video-Editor. Ja, auch top. Alles top. Lippendicke. Sollte man nicht übertreiben, sieht er halt sehr nach Anna Nicole Smith, falls man ihn noch kennt, aus. Wenn es so richtig dick ist. Ui. Das ist interessant, dass genau dieser Sims-Effekt durch einige Sachen höher oder runter schieben, hast du halt einen ganz anderen Eindruck. Andererseits ist meine Erfahrung, dass selbst wenn ich versucht habe, sehr hässliche Charaktere zu erstellen, bei, sagen wir mal, Mass Effect, dass man früher oder später sich schon nicht nur daran gewöhnt, sondern sich wirklich auch irgendwie denkt, das ist mein Charakter. Ich finde ihn toll. Ja. Also, ich glaube, egal was wir hier erstellen, am Ende wird es was Liebenswürdiges für uns werden. Ich finde die so eigentlich schon voll sympathisch. Ich würde am liebsten mal ranzoomen. Also es gibt ja eine Menge Reviews oder Previews sind das dann, ne? Vor dem Release. Die sagen, dass die Grafik zum Kotzen ist, aber wenn ich mir jetzt hier das Ohr angucke und das Licht im Ohr, das sieht eigentlich schon gut aus, obwohl wir jetzt natürlich noch im Editor sind, also. Ja, also ohrentechnisch kann ich ihn nicht rumkritisieren, also da sehe ich auch nichts. Nee, eigentlich war 10 genau richtig, oder? Ja, 9. Oder? Ja, 9 ist in Ordnung, 10, ich weiß nicht. Finde ich cool. Stupsnase, finde ich auch cool. Erinnert dich die Tätowierung an irgendwas? Tetris? Oder meinst du jetzt das Buch über Trump? Oder was war das? Nee, keine Ahnung. Der hat ein Cover in Auftrag gegeben. Ich weiß gerade gar nicht die genaue Story. Ich habe das nur so halbwegs mitverfolgt und fand es schon sehr lustig. Und die haben 4 Ts irgendwie für seine 4 Säulen des Geldmachens, was weiß ich, Trump. Trust, Trump und hast du nicht gesehen. Die haben die Ts aber so angeordnet, dass im Negativraum dieses Logos ein Hakenkreuz war. Sehr lustig. Und das sieht fast so aus. Na, ich weiß nicht. Ich wollte bloß einfach mal fragen, vielleicht bist du mit der ganzen Symbolik und so weiter von Mars viel vertrauter. Vielleicht hättest du jetzt direkt sagen können, ah ja, klar, solche Symbole. Das jetzt der und der Söldner-Clan aus dem zweiten Teil oder so. Keine Ahnung. Ist er, also, ja? Nein, keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also hier, Gesicht, würde ich sagen, ist wunderbar, fertig. Wunderbar. Frisur. Oh, schön. Schön. Da fangen wir mal bei 0 an. Nee, das passt irgendwie nicht, ne? Passt überhaupt nicht. Obwohl, es geht, aber es passt auch nicht. Nee. Es halt irgendwie sieht ganz anders aus, ne? An wen erinnert dich das ein bisschen? Oprah oder wie hießen die Frau von Cliff Huxtable? Na, okay. Oprah hieß sie nicht. Nee. Claire. Das ist die alte Shepard-Frisur, ne? Jane Shepard. Unmöglich. Mann, aber die Haare bewegen sich ein bisschen mit, wenn man dreht. Das ist immer cool. Ja. Läuft viel darauf hinaus, glaube ich. Sie hat so eine schöne Kopfform. Ja. Die müsste man betonen, die sollte man nicht unterhaben. Aber vielleicht gibt es noch einen richtigen. Das passt alles nicht, weil das sehr kaukasische Haarstrukturen sind, ne? Stimmt. Na, das könnte vielleicht nochmal passen. Nee, aber ist eben auch nicht. Ist auch nicht so. Das geht auch nicht. Ey, das geht alles. Das geht absolut. Was? Das Kurzhaarige wäre gegangen davor. Die neuen. Ja, es hat was. Kann man sich gut vorstellen. Das ja, okay. Also nach dem Iro, nach dem geflochtenen Iro wäre das die nächste Wahl. Die ja, nächste okay. Wahl. Okay, auch cool. Sieht ein bisschen aus wie hieß er, Alex? Nee. Jack. Jack.
Ein bisschen, aber... Nee, also ich würde sagen Iro. Waren wir jetzt schon durch gewesen? Ja. 5, super. Haarfarbe, sind wir zufrieden mit, oder? Ich wollte mal gucken, was so geht, weil blond könnte ja auch sehr cool aussehen dazu. Nicht? Ja, ist ein bisschen zu blond. Weiß, ne, da bin ich überhaupt kein Freund von. Wesley jetzt. Snipes so ein bisschen? Ja, Wesley Snipes oder der eine Typ in das fünfte Element, glaube ich auch. Ja, schon so realistisch dunkel. Realistisch dunkel, obwohl ich fand es eigentlich so ins rötlich-bräunliche gehen ist schon ganz schön. So? Ja. Oder eher so? Aber es geht ja noch weiter, ne? Es kommen ja jetzt noch die abgefahrenen Haare. Achso, abgefahren sehen jetzt auch wieder nicht aus. Oh, hier Feuer. Uff. Ja, es sieht halt sehr nach 90ern aus jetzt. Nach einem Basketballspieler. Ja, Dennis Rodman. Nennen wir ihn mal Dennis Rodman, ja. Nennen wir ihn mal Nordkorea. So, damit könnte ich mich anfreunden. Obwohl ich es fast noch dunkler machen würde. Nee. Nee? Nicht dunkler. Das hellere war schon schön. Hier waren wir? Kann auch heller oder dunkler sein, noch ein bisschen, eine Stufe. Je nachdem, wie du es besser findest. Ja, dann würde ich so machen. Okay, dann nehmen wir es so. Okay. Wow, Augen, äußere Farbe und innere Farbe. Interessant. Oh. Oh. Ich sehe überhaupt nicht. Den Unterschied? Ah, okay. Ich blick dir jetzt auch blau, nicht ganz durch. Blau passt gar nicht, finde ich. So, gelb, grün, vielleicht. Oder braun, Rottöne. Ui. Was hast du gesagt? Schon sehr grün? Schön. Ich habe einfach mal sämtliche Farben reingeworfen, außer blau. Innere Farbe. Finde ich irgendwie so eine Art von Charakter. Einstellungen, also dass man das so genau machen kann, ist schon überflüssig, meiner Meinung nach. Ja. Wenn es da jetzt irgendwie 5 Auswahlmöglichkeiten gäbe, wäre es eigentlich genug. So? Ja, finde ich gut. So ein dunkles Grün. Oh, und jetzt kommt noch so ein Make-up. Also da kann ich mich verlieren im Make-up. Also, das ja. Schon. Also ich finde, selbst eine Heldin kann übertrieben gutes Make-up tragen. Oh, das ist auch geil. Hat was auf jeden Fall. Natürlich kann eine Heldin auch gutes Make-up tragen. Das finde ich eigentlich cool. Auch ein Held kann Make-up tragen. Ja. Ich meine. Alles. Alle dürfen Make-up tragen. Und du trägst nicht mal Make-up. Ich trage nicht mal Make-up. Aber ich könnte. Sag doch meine Freundin mal, du könntest ruhig mal Make-up tragen. Also, ich würde das hier nehmen. Mhm. Ja. Und der Kraft. Ja. Okay, ja. Sonst sieht man es ja nicht wirklich, wenn es nicht da so voll ist. Genau, so sieht's aus. Und welche Farbe? Wir können es heller machen. Ja. Ach, das sind so Pixel. Ja. Oder eher dunkler. Aber das Purpur passt schon ganz gut, finde ich. Ja, irgendwie schon. Finde ich auch. Also wir können mal das Rad weiterdrehen, ob es mit Grün oder Rot anders aussieht. Rot hat auch was. Oder? Hat was. Auf jeden Fall. Also so? Ich glaube, ich fand das Purpur doch besser. Oder wenn wir irgendwie sowas... So? Ja, super. Lidschatten, oh, okay. Aber hier gleich übers ganze Gesicht. Ja, aber okay, so würde ich mich wahrscheinlich auch schminken, wenn ich es zum ersten Mal mache oder so. Ja, das sieht eher aus wie... So punktet da. Als hätte sie irgendein Hautproblem. Ja, irgendwie schon. Aber es ist vielleicht einfach mal die Mode in der Zukunft. Ich mach mal kurz das hier hoch. Ich sehe gar keinen Unterschied so wirklich. Wie ist dein Eindruck vom Editor? Ja, ist irgendwie ungewohnt, finde ich. Dass man so viele Möglichkeiten hat beim Make-up oder so? Nee, das nicht zwangsläufig, aber ja, ich würde es so lassen. Und dann die Farbe, aber... eher so ins Schwarze reinziehen. Ja, schon irgendwie dunkler. Ruhig auch kräftig dunkel. Ja, es muss ja trotzdem beim Purpur bleiben. Ja, das ist ja sozusagen die Vorgabe. Das ist ja ihre Farbe. Passt auch wieder. Lipstick. Gut. Oh, da kann man so Geisha-mäßig abgeben. Ja, dachte ich auch, aber nicht.
Das ist gar keiner, oder? Mhm. Hat was. Ey, die Farbe geht erstmal überhaupt nicht, finde ich. Dieses Rot. Vielleicht, wenn wir die Deckkraft ein bisschen runter machen oder so, aber ja, wahrscheinlich ist die Farbe. Ja, doch. Hast du recht. Ich kenne mich halt auch ein bisschen aus. Man muss halt nicht bloß immer irgendwie rumkritisieren, sondern auch irgendwie mal Lösungen schaffen. Schön. Also hier ist oben die Oberlippe zu und unten nur so ein schmaler Strich. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Und Gloss würde ich aber auch runternehmen. Glänzt und dann kann man die Deckkraft etwas höher. Da würde ich aber doch ein bisschen Gloss machen. Guck doch mal, wie Sprudel die aussehen. So. Ja, danke. Gott hat Gloss das nicht ohne Grund erfunden. Okay, dann bleiben wir dabei. Ich bin ja kompromissbereit. Wie sieht denn Weiß da aus? Wie als wäre sie irgendwie Teil einer Sekte. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich auch interessant. Das ist nicht so gut. Wo ist die Farbe, die passt? So? Noch ein bisschen dunkler vielleicht? Ja, okay. Ja? Ja. Rouge. Rogue. Deckkraft kurz ganz hoch. Ach, es gibt nur drei Stile, vier Stile. Den Reflekt oder diesen mit den Streifen. Der ist doch voll cool. Wenn okay, das, dann wenn man das schwarz macht. Das hat was. Hat was auf jeden Fall. Sieht sehr futuristisch aus. So. Narbengewebe. Das ist natürlich schon eine fiese Narbe, die man auch sieht. Doch, da rechts vor allem. Ja. Oh, die ist cool. Oh, würde ich Feuer. Eine Verbrennungsnarbe, ne? Ich weiß nicht, was dieses Wabenmuster soll oder so. Ja. Da gekratzt. Da gekratzt. Also es scheint viele Kratzkämpfe zu geben da in dieser Zukunft. Ja, Frauenkämpfe. Sieht aber auch teilweise noch recht frisch aus. Ja, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht aus wie eine Narbe, das sieht aus wie Kratzer halt. Ja, nicht gut verheilt wahrscheinlich. Hm. Bei der Narbenintensität kann man ja noch ein bisschen nachbessern dann. Ja, aber irgendwie sehen die alle nicht so cool aus. Wie ganz am Anfang waren halt ein paar ganz coole. Ja, wie heißt diese Familie jetzt? Ryder? Ryder, genau. Auch die ist cool, oder? Nicht so hundertprozentig, da fand ich, glaube ich, ganz am Anfang welche besser. Die ging auch so übers Auge oder am Auge lang und die sah ein bisschen natürlicher aus als dieser ganz gerade. Das sah schon fast wieder nach Make-up aus. Sowas zum Beispiel. Da, so über die Wange ist auch ganz schön. Da am Rand, ja, so als hätte sie so eine Face-Off-Experience. Die fand ich ja am coolsten, irgendwie so die Wange verbrannt. Okay. Aber das sieht auch zu Tattoo-mäßig aus, finde ich, oder? Aber krass, man sieht die Narbe im Bump-Mapping. Ist das? Stimmt, ja, krass. Na, dann würde ich... Oh. Die hier, oder? Okay, nehmen wir die. Die oder die? Die. Dann hat sie auch auf der Nase so ein bisschen Feature. So, Intensität. Richtig dunkel. Und hier gar nicht. Kaum zu sehen. Überhaupt nicht sehen. Ja, so, ne? Okay, ja. Tätowierungen. Tätowierungen, also. Jetzt hast du weggemacht. Ölfa, die Originale. Die wir am Anfang hatten. Null ist, denke ich mal, nichts. Ui. Das ist cool. Andere Seite, okay. Das ist auch sehr fett. Passt auch irgendwie. Ja, wow, sie sieht immer mehr nach irgendeiner religiösen aus. Was auch nicht Space Christianity. Das finde ich ja auch cool. Aber eigentlich hätte es oben am Ohr sein müssen. Ja, der hat jetzt irgendwie das Ohrläppchen zum Zentrum. Verstehe ich auch nicht so unbedingt. Das ist wahrscheinlich jetzt nur am anderen Ohr, ja. Ui. Das ist auch cool. Ja.
Der Arm ist halt Ohr runter. Hm. Finde ich nicht so wirklich. Andere Seite aber finde ich jetzt. Andere Seite? Nein. Da unten, ah, das war wie ist das? Jetzt war ich so da. Sweet. Hals. Am Hals, so. Und das ist ein Totenschädel, oder? Ja, und wie sieht der danach aus? Nach irgendwie mexikanischen Fest der Toten oder so. Ja, das hat was, aber das ist zu martialisch. Also, ich finde sowas cool. Oder das hier, was durch die Mitte geht. Nimm mir das, das ist richtig krass, finde ich. Tätowierung, Vanguard und Farbe. Eigentlich finde ich die schon sehr gut, die Farbe. Ich würde es vielleicht etwas dunkler ziehen. Ah, okay. Doch, darauf kann ich mich einlassen. So? Ja. Und damit sind wir da. Wieder am Anfang. Wir haben quasi unsere eingeschafft. Aber jetzt sind auch schon die ersten 20 Minuten um, locker. Na, wir bauen mal noch zu Ende. Wir bauen noch zu Ende, okay. Ausbildung. Sicherheitspersonal. Ist wahrscheinlich so eine Art Soldat, oder? Biotiker will aber auch passen. Ich wollte ja, haben wir ja angefangen. Wir wollten eigentlich jetzt fertig sein, alle drei Mass Effect-Teile gezockt zu haben. Aber ja, dass das nicht möglich ist, wurde uns quasi schon, wann war das, vor einem Jahr? Ja, wurde uns eigentlich relativ schnell klar, weil... Muss sein lassen. Passt eigentlich nicht so zu uns, dass wir uns so schnell entmutigen lassen. Ja, Biotika wollte ich immer mal spielen eigentlich. Techniker. Aber alles Allianz, sehe ich schon. Also alles Menschheit. Anführer, Energieentzug. Ja, na, es ist ja... Oh, ich sag am besten nichts. Also, ja. Es kann ja nichts anderes sein als Menschen. Ja, also wir haben gerade Menschen erstellt, aber... Trotzdem haben wir in Mass Effect schon gesehen gehabt, dass die unterschiedlichen Aliens und Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten. Also... Im ersten Teil... Am Ende des ersten Teils haben wir mal schon einen menschlichen Spectre. Ich kann mich nicht entscheiden. Also, Biotika wäre geil, Agent wäre aber auch geil. Gucken wir nochmal, Agent, Geheimmission. Ne, da finde ich Biotika besser. Alright. Name festlegen. Oh. Oh, 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 oh. Wie soll sie denn heißen? Ach, Xena. Ach, Quatsch. Xena Ryder? Das ist doch eigentlich... Na. Sarah Ryder. Ja, jetzt musste... Ghost. Verstehst du? Ghost Rider? Ja, nee. Was Ghetto? Ghana? Was wäre denn mit Geist Rider? Geist. Ich fand es krass, dass man da Ghetto vorgeschlagen bekommen hat. Ja. Wird man dann richtig so angesprochen? Ich meine, das gibt es ja teilweise bei diesen NBA-Spielen und so, dass man seinen Charakter benennen kann. Und die haben sehr viele Namen halt eingesprochen, unterschiedliche. Ghetto Rider ist aber auch nice. Also ich habe jetzt mit Absicht das H hinter dem G gemacht, weil das Wort heißt, heißt ja auch was. Finde ich gut, aber es ist eben auch so eine Anspielung auf Ghost, also sehr gut. Man könnte Geist sagen oder Geist. Also ich bin zufrieden. Okay. Zwillinge, ach stimmt, die haben ja noch einen Bruder. Das war's für diese Episode. Wir schieben dann direkt noch eine Episode nach. Heute gibt's also zwei. Bis später.